Squad, Leute, willkommen zurück zu Brawl Stars. Und war eine richtig schöne Spende. Gute alte Lennox. Hando, wer noch Lennox kennt aus den Clash Royale Zeiten, hat auch tatsächlich schon mal Brawl Stars Openings gespendet. Aber der Kerl hat einfach eine Engelsgeduld. Es tut mir immer wieder leid, dass ich jahrelang brauche, um endlich mal seine Kisten aufzumachen. Ne? Aber ich schieb mal kurz weg, aber seht ihr das, Leute? Oh yeah. Diese schöne 50 Megabox. Ah, das ist hart. Das ist hart. Ja, die sind Gold wert, Leute. Ein Daumen hoch für Lennox, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Abo-Button, Glocke aktivieren, Leute, wenn ihr natürlich keine weiteren Openings verpassen wollt. Auf meinem Kanal werden auch bald über 100, 5000 Truben bald einflattern, sobald ich die Tickets ein bisschen hochspare. Da ist auf jeden Fall was in Arbeit. Es wird gefarmt, ne? Und das ist ja nicht alles, Leute. Das ist ja nicht nur das einzig Schöne, ne? Das ist wunderbar. Aber schau dir mal hier an, was er hier im Trophäenpfad hat. Der Kerl ist der Wahnsinn. Er ist ohne Witz der Wahnsinn. Alright. Lass uns direkt loslegen, Leute. Sonst wird das hier ewig dauern mit den 400 Truhen. Ne? Aus Erfahrung weiß ich, dass 500 Truhen tatsächlich fast über eine halbe Stunde dauern, um zum Aufmachen. Ne? Deswegen Gene, Take, Bam, Bam, Bam. Sonst würde ich sagen, genießen. Ne? Schön inhalieren, Leute. Bam! Erstes Star Power in den ersten 10 Truhen. Das geht gut. Das geht gut, Leute. Er hat aber auch noch eine... Ja, oder Witz. Ist noch so viel Brawler offen, ne? Noch so viele Brawler offen. Gut, er hat viele Truhen gespart, aber der ist bei 10.000. Er ist bei 10.000. Ich habe all diese Brawler gesammelt, da hatte ich fast 1.000 Trophäen oder so. Weil ich merke das immer erst jetzt, dass ich eigentlich nur so wahnsinnig viel Glück hatte mit meinem Account, ne? Okay. El Primo. So, haben wir auch genug Gold, um mal vielleicht ein, zwei Brawler abzugraden? Nee, noch nicht. Wir müssen auch erstmal ein bisschen aufmachen, Leute. Okay, dann machen wir ein paar auf Level 9. Dann können wir noch mehr Star Power ziehen und dann können wir noch mehr lecker schmecken, ne? Und wie gesagt, eigentlich bin ich ja der Typ, der die Dinger genießt. Ich genieße die Chess-Openings, ne? Schön langsam inhalieren, ne? Sonst flatterst du ja die Dinger durch, als ob die nichts wert sind. Aber immerhin kosten ja doch hunderte von Euro manchmal, ne? Und das muss man genießen. Aber wenn du... Da hast du Zeitdruck. Hier hast du Zeitdruck. Also die Dinger sind einfach viel zu viele und du musst viel zu viele von denen aufmachen. So, nicht laden, nicht laden. Aufmachen. Aufmachen. FBI, open up. Und da ist vor allen Dingen bei 10.000 Trophäen. Der Boy hat eine Engelsgeduld. Das ist ein guter Boy, Leute. Lennox ist ein guter Boy. Er hatte damals bei Clash Royale 10 Accounts gehabt und die hatte alle parallel gefarmt und dann hatte er irgendwie auf 10 Accounts 10 unterschiedliche Super Magicals gehabt. Das ist ein Biest, das ist eine Legende auf diesem Kanal, ohne Witz. Und das ist eigentlich das Coole. Über die Jahre hast du einfach so viel gemacht, da haben sich einfach so Legenden gebildet. Nicht nur, was man selber für Videos, Streams hatte, ne, sondern auch Zuschauer, Community, ihr. Das ist ja immer das Geile. Und jetzt ist zwar alles auf zwei Kanäle verteilt, ist ja nicht schlimm, ne, aber das gibt mir ein bisschen die Freiheit, sag ich mal, Content hier ein bisschen rauszubringen, ohne dass ein Kanal komplett überfüllt ist. Ne. Manchmal muss ich zwei Videos an einem Tag bei Fortnite rausbringen. Es ist halt kein Platz mehr für Brawl Stars, dann bringe ich das halt hier auf den zweiten Kanal raus. Und es ist halt so. Neuer Brawler! Tara! Lecker, Leute. Das ist gut. Ah, erst neuer mystischer Brawler ist drin. Wir haben, glaube ich, genug Gold, um mal was hochzuleveln. Ne, er hat sich Jesse gewünscht. Bam, machen wir die mal auf Level 9. Jetzt kann die Star Power kriegen. Wunderschön. Wer kann noch auf Level 9 eigentlich steigen? Penny. Penny kann. Jean ist kurz davor. Und Rico ist kurz davor. Ja, und Poco auch noch. Alright. Oh, das fängt gut an. Es ist schön, einen Account zu haben, wo noch kaum was freigeschaltet ist. Ne? Das ist lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, schmecker, de lecker. Und wir haben noch nicht mal 100 Truhen aufgemacht. Wir haben echt noch nicht mal 100 Truhen aufgemacht. Und das fängt einfach schon grandios an, Leute. Das fängt wirklich grandios an. Wir kriegen bestimmt eine Legendary. Ah, das riecht gut. Ah, diese Kisten.
Die Leute, die riechen gut. Es riecht ein bisschen nach Pfefferminz, ein bisschen Karamell mit Schokosoße und eine schöne i-Tüpfelchen Brawler drin, ne? Mit schönem Brawler. Na, wisst ihr Bescheid? Oh, ich klicke hier wie ein Weltmeister. Case Clicker. Das erinnert mich an Case Clicker, Leute. Brawl Clicker ist wieder am Start. Ohne Witz, die Chess Openings erinnern mich gerade an Brawl Clicker. Wie gesagt, die Chess Openings mache ich immer am Emulator. Ist immer entspannt. Zocken tue ich am Handy. Ne, und... Okay, Brawl Clicker geht am Stadion Bull Daryl. Alright. Was habe ich hier noch? Okay, ich kann hier eigentlich auch einen Autoclicker anmachen. Habe ich gerade nicht programmiert, schade. Wäre auch nicht schlecht, ne? Da kann man das Ding einfach durchklicken lassen und das, aber egal, ein bisschen müssen wir auch noch was tun, ne, Leute? Der Finger bringt Glück. Der Finger muss Glück bringen. So. Immer ein guter Finger. Da haben sich schon die meisten Menschen dafür bedankt, für einen guten Finger, Leute. Ohne Witz. Da werden Menschen glücklich. Die werden ganz hysterisch, fangen an zu schreien und so weiter. Oh, je, je, je. Was ich da mit dem Finger schon alle so, ne, locker gemacht habe, Leute. So viele gute Chess-Openings. Und was habt ihr jetzt gedacht? Nummer 2! 2 Star Power, 1 Brawler. Und wir haben gerade erstmal 100 Truhen hinter uns, ne? Wir haben gerade erstmal 100 Truhen hinter uns. Ah, Lennox freut sich jetzt. Ohne Witz, der freut sich jetzt, endlich mal ein bisschen Fortschritt zu haben, ein bisschen Brawler Level hoch zu haben und dann ein bisschen auch jetzt die Trophäen pushen zu können, ne? Vor allen Dingen ein bisschen leichter, muss er sich nicht mal so abquälen. Sorry, Lennox. Du bist wirklich, du hast einfach die Engelsgeduld des Todes. Ich kenne keinen, der so eine größere Engelsgeduld hat, ohne Witz. Okay. Ein Justin hatte auch nochmal 500 Truhen für mich, aber ich glaube, da bin ich zu spät. Er hatte 500 Truhen für mich, der hat wahrscheinlich viel zu lang gewartet dafür und das tut mir auch leid. Da verschwindet guter Content tatsächlich, ne? Da verschwindet guter Content. So, alright, El Primo, Macareno, Primo, Cirino, Crow, Level Up, Cold. Okay, wir können, glaube ich, den nächsten Brawler auf Level 9 bringen, oder? Ja, yep, wir können den nächsten Brawler auf Level 9 bringen. Dann können wir wieder eine weitere Star Power ziehen, vor allen Dingen, ne? Machen wir mal Poco. So, Maximum Level erreicht. Und vielleicht noch so ein, zwei Brawler mal auf einmal ein bisschen hochleveln. Ja, machen wir mal hier, zack, Piper. Okay, wir werden aber noch ein paar Level 9 Brawler. Penny will ich auf jeden Fall noch Level 9 haben. Okay. So, Colt, Rico am Start. Klick, 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 klick. Das ist einfach eine geile Mischung, Leute. Wir haben noch Megaboxen, ne? Wir denken, hier ist alles... Komm, zwischendurch machen wir auch mal eine Big Box auf, ne? Mal ein bisschen Abwechslung. Komm, eine Big Box. Bull, Bow und Carl, das wird Mansion. Nochmal Nita, Piper, da kriegt einen ordentlichen Schub. Lecker. Oh, nochmal eine Big Box. Starter, Crow und Tickets und 12 Gems. Alright. So, ein bisschen zwischendurch einfach mal über dieses Opening ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Spice, ein bisschen Pfeffer zu verleihen, ne? Damit das nicht immer nur einfach nur geklicke ist. Bro! Mortis. Ich wollte, ohne Witz, als ich gerade diese Truhe aufgemacht habe, wollte ich gerade sagen, Leute, riecht ihr das, da kommt ein neuer Brawler, aber na, Millisekunde verpasst. Ohne Witz, Millisekunde verpasst. Der zweite Brawler, 2 Star Power. Oh, das ist schön. Das ist schön. Oh, das ist sweet. Ah, Leute, und jetzt fehlt nur noch der Legendary. Jetzt fehlt nur noch der Luck auf dem Legendary, ne? Das muss jetzt richtig glücklich werden. Ne, Bibi fehlt noch, ne? Bibi fehlt noch und dann die 3 Legendaries kriegen wir auch noch rein. So, und bevor wir die da weitermachen, lass uns mal den 8-Bit freischalten, dann kann er auch ein paar Punkte sammeln. Letztendlich ist es egal, sobald ein Brawler auf Maximum Level ist, ist das eigentlich dann wurscht, weil dann kriegt sowieso nur noch ein Brawler alle Maximum Punkte, ne? Also das ist eigentlich ganz nice. Aber dritter Brawler! 8-Bit! Oh, Leute, die Brawler flattern einfach nur so rein. So, das lassen wir uns noch, dann müssen wir noch ein bisschen was. So, jetzt kann 8-Bit auch nochmal mehr ein bisschen leveln. Mortis, Tara wieder am Start, 8-Bit auch nochmal. So, jetzt fehlt nur noch Bibi und dann nur noch die 3 Legendären, ne? Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Opening. Oh, das ist... Aber Leute, ihr wisst schon Bescheid, warum ihr hier auf dem besten Kanal überhaupt auf YouTube seid, ne? Weißt du, Star Power Nummer 3. Der hat mega Glück.
Was hab ich am Megaboxen aufgemacht und da eigentlich nur 2 Star Power bekommen, ne? Jetzt fließt das wieder. Jetzt fließt das wieder. Die neue Star Power für Poco Domäne. So, wir leveln nochmal Penny auf Maximum Level hoch, ne? So, jetzt auch Level 9. Das heißt, ich kann auch Star Power bekommen. Ach, das ist gut. Das ist gut, Leute. Die Star Powers flattern hier rein. Die Brawler flattern rein hier. Wir haben 3 Star Powers, 3 Brawler. Das ist doch schon mal eine schöne Mischung, ne? Und schneller gehen, wir haben schon über 100 Runen aufgemacht, Leute. Aber für über 100 Runen ist das eine verdammt gute Bilanz. Ne, was Star Power angeht, was Brawler angeht, ist das eine verdammt gute Bilanz. 1% Chance allein nur für die Star Power. Die eher mystischen Brawler haben noch eine geringe Prozentzahl. Was haben die? 0,5%? Gucke ich gleich mal nach. Warte mal. Was haben die dafür? Was haben die hier? Noch ein paar Markenverdoppler kriegst du auch nochmal. Ja, das dauert natürlich am längsten, ne? Das, was Geld kostet, dauert dann am längsten. So. Was haben wir hier? Nein, mystische Brawler. Ach, jetzt ist es 0%, weil wir alle freigeschaltet haben. Okay. Ein epischer hat 0,5. Mythischer hat noch weniger. Ein mythischer Brawler hat noch weniger, Leute. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben beide freigeschaltet. In einem Opening. Das ist verdammt gutes Glück. Wirklich verdammt gutes Glück. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Star Power ist relativ häufig. Mit 1% ist das schon okay. Aber jetzt noch die Bibi. Dann ist das einfach das Ultimative. Oder noch ein Legendär. So, ein bisschen, Leute, ein bisschen Würze in dieses Chess-Opening. Damit wir nicht nur die Bälle haben. Okay, 8-Bit hat ein Level up. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Leute, die Truhe Nummer 200 dürft ihr wieder aufmachen. Macht eure Finger schon warm. Macht die Finger warm, Leute. Die Truhe Nummer 200. Ihr dürft draufdrücken. 3, 2, 1 und Ditch. Zweites Mal natürlich nochmal. Dafür einen zweiten Finger benutzen, den anderen, Leute. 3, 2, 1 und Ditch. Sehr schön. Das war Truhe Nummer 200. Habt ihr wunderbar gemacht. Bin stolz auf euch. Lass uns mal ein paar Big Boxen zwischendurch aufmachen. Tara kriegt Passivpunkte. Pam, das war eine langweilige Big Box. Ohne Witz. Nita 9, Shelly 20, Pam 20. Das ist schon besser. Mit 2 Bonus-Items, ne? Das war ja wirklich eine richtige Rotz-Big Box. El Primo, Tara 30 und nochmal ein eigenes Ticket. Okay, kann man sich nie beschweren. Beschwere ich mich? Beschwert ihr euch nicht? Nein, ihr seid bestimmt happy. Was habt ihr schon mal, habt ihr schon was in den Kommentar geschrieben, Leute? Nutzt mal kurz die Zeit. Oh, nutzt mal kurz die Zeit, das schreibt mal. Was ich immer gerne tue, wenn ich Videos schaue, ist einfach immer durch die Kommentare scrollen, ne? Das ist mega nice. Nicht direkt am Anfang, da steht nur Erster und so ein Müll. Kannst du nicht gebrauchen. Aber nach so ein paar Minuten, wenn das Video etwas älter ist, dann lässt du das Video laufen. Star Power Nummer 3. Hey, Leute, es ist so, aber 4 Star Powers haben wir schon. 4 Star Power. Jesse ist jetzt einfach voll. Poco ist fast voll. Ne, Penny kann jetzt noch Star Power ziehen. So, wir haben ja auch noch ein bisschen Gold, ne? Aber das, ich kann leider keinen auf Maximum bringen. Aber fast. Okay, Leute, es wird gut. Jetzt rieche ich noch die Bibi. Ah, das ist nicht nur mit Karamellsoße, Leute. Das ist ein ganzer Milchshake. Das ist ein Oreo-Milchshake-Cookie-Dough mit Karamell- und Sahne-überzogenes Chess-Open. Es ist leck. Es ist einfach nur leck. Mm. Nicht so lecker wie dieser Kanal, der fast auf 50.000 Abonnenten zuschaut, Leute. Mega fett. Wenn wir aber so weitermachen, bin ich wirklich noch auf diesem Kanal auf 100.000. Und dann den zweiten Play-Button. Einen zweiten silbernen Play-Button. Das ist cool. Da habe ich den alten und den neuen Play-Button, ne? Das ist auf jeden Fall, was ich noch haben will. Alright. So. Lass uns mal zwischendurch nochmal ein bisschen Würze reinbringen, Leute. Und mal eine Megabox aufmachen, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Powerpunkte für... Ah, lass uns mal die neuen Brawler mal auf hoch hier auf die... auf mal Gleichstand bringen, ne? Münzen, eine Megabox für die 7000 Trophy. Holen wir uns noch rein, mal ein bisschen zur Abwechslung. Die erste Megabox einfach mal, ne? Zack, 300 Gold. Rico, 9 Powerpunkte. Bo, 18. Tara, 20. Frank, 27. Tick, 59. Rutscht gut hoch. Tickets. Oh, 10 Gems nochmal rein. Lecker. Lecker, 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 Schmecker. So, Mortis kriegt auf jeden Fall nochmal was rein. Der kann sowas von über 10.000 Trophäen jetzt pushen. Man sagt ja, dass eine Megabox ungefähr 10 Truhen wert ist, ne? Ungefähr 10 Truhen ist die wert, eine Megabox. Ist wahrscheinlich mehr, oder? Mehr, ich würde sagen, es ist mehr wert. Aber in der Regel sagt man, Star Power Nummer 5. Ey, was hast du für ein Glück, Mann? Was hab ich für ein Glück? 5 Star Powers. 4 Brawler, nee, 3 Brawler sind wir immer noch, ne? 3? 3 Brawler. Nee, 3, doch. Tara, Mortis und 8-Bit. Aber 5 Star Power. Ich hab 500 Truhen aufgemacht.
Und da kam kaum Star Power raus. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Aber wenn man diese ganzen drei Kisten zusammenrechnet, Big Box, normale Box, Mega Box, würde ich sagen, haben wir hier ein sattes 700 Chest Opening, oder? 700 Stück. Also wenn man das umrechnet, ne, das ist eine Megabox für Megabox 500. So, die können wir nochmal auf Maximum Level bringen. Die habe ich gar nicht gesehen. Shelly kann jetzt auch Star Power ziehen. Sehr gut. So, wer ist auch noch kurz vor Level 9? Rico ist kurz vor Level 9. Bringen wir dich mal. Was fehlt dir noch? Ein bisschen fehlt noch was, ne? Okay, ansonsten Power Pam ist noch weit weg. Oh, ansonsten den Rest kann man ja auch noch. Zack, 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 zack. Mord erstmal. Und weiter geht's. Weiter geht's. Brawl Clicker wieder am Start, Leute. Okay. Ah, Leute. Ich will noch Bibi ziehen. Ich will noch Bibi ziehen. Das wäre die Kirsche auf diesen Oreo Milchshake Cookie Dough mit Sahne und Karamellüberzug, ne? Das wäre noch die Kirsche oben drauf, ein bisschen Streusel. Ohne Witz, das wäre ein bisschen Streusel. Und wenn wir einen Leon oder irgendeines der legendären Brawler ziehen, dann wäre das nicht nur der Streusel, Leute, und das wäre nicht nur die Kirsche. Das wäre die ganze Sahnetorte. Das wäre eine Oreo-Sahnentorte. Und hört sich eine Oreo-Sahnetorte für euch genauso lecker an wie für mich? Holy moly, das hört sich mega lecker an. Ah, das ist Gold. Alter, und ich bin immer wieder über mich selber verwundert, wie ich über 17 Minuten lang einfach nur reden kann und klicken kann und mir trotzdem noch was einfällt, oder? Ja, finde ich schön. Kann nicht mal ein Punkt und Komma. Einige geht das voll auf den Sack. Mir geht das ja auch voll am Sack vorbei, ob das euch auf den Sack geht oder nicht. Genießt es. Ist halt so, als ob ich hier einfach nur stillschweigend rumsitze und irgendwie das Ding anmache. Daryl, Primon, Tara, Anita ist drinnen, ne? Und vor allen Dingen kann man das ja wirklich, man kann Spaß machen. Leute, versucht vergessen einfach, dass man so viel Spaß haben kann. Auch bei Fortnite, ne? Einfach Spaß an der Geschichte zu haben und nicht einfach immer alles so verbittert und ernst sehen. Nicht alles so verbittert und ernst sehen. Ist zwar nicht immer einfach, bin ja, ich bin jetzt kein Heiliger, der das nie macht oder sowas, ne? Clash Royale war ich immer verbittert und was das Spiel angeht, das Ding rockt immer an. Aber bald startet Season 4. Vielleicht kriegen wir ein neues Feature rein. Wer weiß. Wäre ja mal was, ne? Clash Royale, Clash Royale. Mann. Apex kriegt Season 3, Clash Royale Season 4, Fortnite kriegt Season 11. Warum gibt's doch keinen Battle Pass in Brawl Stars? Das Spiel ist wie gemacht dafür. Es ist ja eigentlich im Battle Royale, wenn man den Showdown nimmt, ne? Baby! Neuer Brawler! Zieh durch, ist Babys Home Run Balken da! Boy, da ist der nächste Brawler. Ein bisschen Brawler mit Sahne. Die 0,5% Leute, die haben gehittet. Nur noch drei epische Brawler fehlen. Epische Legendäre. Und die ziehe ich mir auch. Ah, Leute, ich will die Oreo-Torte. Jetzt will ich die Oreo-Torte haben. Ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Ich will jetzt die Oreo-Torte haben. Wobei ich ein bisschen mit Bibi ein bisschen weniger Luck hatte als mit Tara oder Mortis, ne? Tara und Mordes hatten ja mal wieder mega, mega, mega lang. So, alright. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on. Es wird schön, Leute. Truhe Nummer 100 dürft ihr wieder aufmachen. Truhe Nummer 100 dürft ihr wieder aufmachen. Zwei Stück darf ich noch. Danach seid ihr dran. So. 3, 2, 1 und bam. Timing verkackt. Nochmal. 3. 2, 1 und bam! Bam! Wunderschöne Kiste, Leute. Eine wunderschöne Kiste. So schön. So, machen wir mal ein bisschen Würze rein. Lass uns mal Big Box aufmachen. Rosa, Tara. Zwei Markenverdoppler nochmal. Big Box, Crow, Rico, Mortis. Oh, jetzt kommen die richtig schönen, saftigen Punkte rein, ne? Jetzt kommen die richtig schönen, saftigen Punkte rein, Leute. Frank kann Level Up machen. Frank kann nochmal Level Up machen. Bibi. So. Das waren die fünf nächsten Megaboxen. Wir mixen hier immer wieder mal durch, ein bisschen Abwechslung haben, ne? Ah, oh, das ist schön, Leute. Es muss einfach noch ein Legendärer rauskommen. Es muss einfach noch mal ein Legendärer rauskommen. Es muss. Es muss, es muss, es muss. Es wäre so genial. Es wäre so genial. Come on, come on, come on. Komm, Spiel. Gib mir Glück. Gib mir Glück. Liebe Brawl Stars Götter, gewährte diesen Chest-Opening Glück. Und Lennox auf jeden Fall. Und allen Zuschauern, die das gerade zuschauen, auf das sie viele, viele legendäre Brawler zielen mögen. Und die Powerpunkte, die benötigen, um die Trophäe zu pushen. Brawl Stars Götter, gewährt es. Amen. Alright. Gebet ausgesprochen. Jetzt wird's gut. Leute, eine kurze, stille Pause.
schön, ne? Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Liebe, ein bisschen ASMR. Stopper Nummer 6 für Shelly. Er kriegt so viel Star Power, ne? Er kriegt so viel Star Power, ohne Witz. Ohne Witz, er kriegt so viel Star Power, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Wie kann ich hier noch auf Level ein bisschen mal hochleveln, ne? Pam ist auf jeden Fall Level 8. Frank, auch Level 8. Volle Level 9 ist weit, weit weg. Zack, zack, zack. Okay. Ey, ohne Witz. Wir kriegen noch eine Menge Star Power, Leute. Wir kriegen noch eine Menge Star Power. Nicht nur ein legendärer Brawler. Das ist schon eine halbe Oreo-Torte. Es ist schon eine halbe Oreo-Torte. Aber es fehlt einfach nur dieser legendäre Brawler. Für die ganze Oreo-Torte. Für die ganze. Oh, riecht das süß. Ich rieche es. Ich rieche es. Let's go. Lass uns mal noch ein paar Big Boxen aufmachen. Einfach mal nebenbei. Einfach mal rüber switchen. So. Big Box, Big Box, Big Box. Bam, bam. Big Box, Big Box, Big Box, Big Box. Bam, bam. Normale Box, 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 Box. Bam, bam. Normale Box, 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 Box. Bam, bam. Normale Box, 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 Box. Bam, 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 bam. Meine Haare. Meine Haare, Leute. Oh, let's go. Let's go, 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 let's go. Okay, jetzt wird es langsam noch schwierig, sich was auszudenken, worüber man reden kann, ne? Jetzt wird es wirklich ein bisschen schwierig, Leute. 40 Truhen noch, komm, komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Wie hoch ist schon unsere legendäre Chance? Bestimmt auf 0,1% oder sowas, ne? Die ganzen Truhen. Wobei, ich habe so viele Brawler gekriegt, ne? Das hat die Chance bestimmt immer wieder runtergedrückt. Sobald mein Brawler zieht, drückt das ja die Chance runter, ne? Wissen wir, ne? 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 Okay, da hat Rosa auf jeden Fall ein bisschen Level Up. Vor allen Dingen Rosa, Leute. Vor allen Dingen. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist ein wunderschönes Abonniert. Stemplay, Doppelpunkt B. Ah, Leute, Tradition muss bewahrt werden. Hier muss bewahrt werden, auch wenn das mein eigener Clan war. Ist mir wurscht, ist mir wurscht. Okay, let's go. Die letzten paar Truhen, Leute. Noch eine Big Box zwischendurch. Komm, eine Big Box zwischendurch. Macht ein bisschen Freude und Spaß. Wort ist Bo, ist drinne. Okay, Tick, Piper, Rosa ist drinne. Tick, 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 tick. So, wieder eine normale Box. Einfach mal hin und her wechseln. Einfach ein bisschen Würze reinbringen. Ein bisschen, ne, ein gutes Steak braucht immer ein bisschen Gewürz, Leute. Ja, du kannst nicht einfach ein Steak in die Pfanne hauen, aber brauchst du auch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Muss ein bisschen Schmecker, ne, ein bisschen Geschmack muss rein. Ah, 20 Truhen noch. Ich bin mehr als zufrieden mit diesen Chest Opening. Mehr als zufrieden. Ist unbeschreiblich. Ist unbeschreiblich, was euch hier gezogen hat. Wenn wir jetzt noch eine siebte Star Power kriegen. Ich habe ja auch schon, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich richtig gezählt habe. Ob die Zahl in meinem Kopf richtig ist. Aber ich würde mal 6 Star Power, vielleicht kriegen wir schon die siebte. Ihr könnt ja mal mitzählen und mal Bescheid sagen, wenn es falsch ist. Ne, aber die letzten 10 Truhen, Leute. Let's go. Die letzte Truhe dürft ihr aufmachen. Naja, die letzte normale Truhe, ne? Wir haben noch immer Megaboxen. Habt ihr etwa die Megaboxen vergessen oder was? Ah, die Megaboxen, Leute, sind auch noch dabei. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Alright. 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 So, letzte Truhe, Leute. Macht den Finger schon mal warm. Und zwar 3, 2, 1 und Ditch. Sehr schön. Ah, leider kein Glück gebracht. So, jetzt volle Konzentration auf die Big Box, Leute. Volle Power auf die Big Box. Volle Fahrt voraus. Captain Stan am Start und sagt Richtung Legendary. Aber Vollkurs nehmen, Leute. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Okay, jetzt wird's wirklich anstrengend, noch sich was auszudenken. Aber es ist bald zu Ende. Bald zu Ende. Eine Star Power, komm. Eine Star Power. Eine Star Power. Eine Star Power. Come on, come on, komm schon, spiel. Ich weiß, du willst mir noch eine Star Power geben. Ich weiß, du willst mir noch eine Star Power irgendwo geben. Du willst es auch. Ja, auf der Weihnachtsfeier hat es dir doch auch gefallen. Rico, auch noch drin. Rico, Rosa, Bo, Rico, Rosa, Bo, Rico, Dynamite, Crow. So, Bo, Crow, Mottis. So, zack, 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 Tara, Daryl, Frank. Komm schon, du willst es auch. Ah, du willst es. Ich sehe es dir auch noch an.
Du willst es doch, du willst mir noch eine Star-Power geben. Spiel. Du willst mir noch eine Star-Power geben. Spiel, Spiel, Spiel. Gib mir eine einzige Star-Power. So. Ja. Wir haben immer noch Megaboxen. Ah, wir haben immer noch eine Big Box, Leute. Sehr schön. Der hat gut getan, die Big. Oh, da ist die nächste Megabox. So, jetzt aber Star Power. Let's go. Zack, Tickets. Das war wunderschöne Star Power, Leute. Die hat richtig geleuchtet, die Star Power. So, machen wir mal Mortis. Ein paar Powerpunkte. Eine Brawlbox noch nebenbei. Okay, warum nicht? Ne, gerade nicht. Sorry. So, eine Brawlbox ist drinne. Nächste Megabox. Es ist so lecker. Tara 83 Punkte. Holy. Oh, die hat aber auf jeden Fall abgesahnt, ne? Die hat auf jeden Fall Sahne bekommen, Leute. Ein bisschen 8-Bit. Ein bisschen Liebe für 8-Bit. 450 Gold. Noch eine Brawlbox. Nächste Megabox. Es leuchtet schon am Horizont. Die ISS Stan ist auf jeden Fall auf dem Weg Richtung Legendary, Leute. Ah, nee, ne? Nee, ne? Keine, nee. Ah, schade. Upsa. Upsa, komm, lass uns mal ein bisschen hochleveln, weil wir es können. Oh, die kann auch noch Maximum-Level werden, ne? Schade, 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 schade. Okay, Cold ein bisschen. Wir verteilen mal das Gold. Oh, Bull kann auch Maximum werden. Okay, Bull machen wir mal auch. Ich wollte eigentlich das Gold ein bisschen verteilen, damit die ein bisschen besseres Level haben. Ne, dann kann er ein bisschen besser pushen. Primo zum Beispiel, Level 6. Schadet nicht, ne? Was haben wir hier noch? Mortis, Bibi zum Beispiel, kann auch ein bisschen zack, zack, zack. Höher geht nicht. Crow vielleicht nochmal ein Level höher. Und Tara auf jeden Fall auch nochmal. Okay. Saftiges Opening. Das saftigste, was ihr je gesehen habt. Ein wirklich wunderschönes, Leute. Über 6 Star Power. 4 Brawler bekommen, ne? Einfach nur lecker. Mua. Kirsche, die Oreo-Torte ist serviert. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Like-Button, Abo-Button, Glocke. Natürlich, Leute, nicht vergessen. Und gebt mir Flosse.